So, und damit, hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall Chapters Book 2 Rebels für die, für den PC. Letztes Mal ist jetzt ein bisschen länger her, ich konnte nicht aufnehmen, aufgrund von Problemen, sagen wir mal. Ich soll jetzt entweder zu The Hand gehen oder zu Baruti. Ich habe mir gerade mal so, ehrlich gesagt, im Internet ein Video angeschaut, was passieren würde, wenn ich zu Hand gehen würde, weil das aktuell meine eher weniger Entscheidung ist. Ich würde ganz gerne lieber zu Baruti gehen. Das werde ich jetzt auch tun, dann gucken wir uns das mal an. Wo ist denn der Huren? Ach, Baruti, wo bist du denn jetzt wieder hingegangen? Hey, hast du dich verirrt? Kein Problem. Was liegt der da? Kehren Sie zurück in Ihr Domizil oder an Ihren Arbeitsplatz. Wo ist denn Baruti jetzt? Ist er jetzt bei seiner komischen Synagoge da oder wo ist der? Wozu die ein? Nächstes nee. Mal. Bring die Daten zu Baruti im Seraph Kavarna. Seraph Kavarna, das ist ja... Das ist beim Sonnenscheinplaza, oder nicht? Ein Augenblick, beim Sonnenscheinplaza ist das. So, wir sind am Sonnenscheinplaza. Hier und so. Ah ja, das ist Seraph Kavarna. Und wo ist hier Baruti? I wanna talk to Baruti. Are you Baruti? Do you are Baruti? Hallo. Hey, Sissi. Nochmals danke, dass du mir hilfst. Bedeutet mir wirklich viel. Also, lass hören. Hast du die Infos? Diese Daten werden nicht nur unser Leben verändern. Das betrifft Millionen Menschen. Ist es das wert? Vielleicht wäre es besser, wir behielten es für uns und die Wahrheit. Ich muss ihm sagen, was auf dem Stick ist. Egal, was ich als nächstes tue. Baruti hat es verdient, das Zerf. Ich muss mich entscheiden. Entweder gebe ich die Daten Baruti oder ich gebe sie der Hand. Ich glaube, da gibt es keine richtige. Ich muss ihm sagen, was auf dem Stick ist. Egal, was ich als nächstes. Ich habe mir die Daten angesehen. Ich weiß, was sie bedeuten. Ach ja? Ich musste sie dechiffrieren lassen. Und. Du hattest recht, es ist schlimm. Die Einheit nimmt nicht nur Schmiergeld von der Industrie. Sie trifft Absprachen mit Konstantin Wolf. Und die Ominska ist persönlich involviert. Tut mir leid, ich... Meine Güte, Zoe, gib mir die Daten. Das muss ich selber sehen. Ich kann ihm die Daten nicht so einfach geben. Sie sind so wichtig. Es darf nicht sein, dass Baruti entscheidet, was damit geschieht. Diese Daten gehören der Allgemeinheit. Er hat mich gebeten, ihm die Daten zu beschaffen und ich habe es getan. Jetzt soll er übernehmen. Was ab jetzt geschieht, ist nicht meine Sache. Ich kann ihr... Tut mir leid, Baruti. Leid? Wie meinst du das? Ich kann ihn nicht anlügen. Ich muss ihm die Wahrheit sagen. Ich mache mir Sorgen darüber, wo das hinführen könnte. Lass mich das selbst beurteilen. Das kann... Ich nicht. Ich kann nicht zulassen, dass du die Daten der Partei gibst, Baruti. Keine Ahnung, was mit dir passiert. Und ich will nicht dafür verantwortlich sein. Du bist nicht verantwortlich für mein Tun. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Aha. Ich schätze, du bringst den Kram zur Hand? Ich denke schon, ja. Ich meine, dir wird nichts geschehen und alle erfahren die Wahrheit. Ich verstehe. Nur zu gut. Hätte ich dich bloß nicht um Hilfe gebeten. Es ist echt nicht fair, dass du... Fair? Erzähl du mir nichts von fair. Das hier war mein Leben, Zoe. Und jetzt ist es aus. Ich hätte es vorgezogen, mitentscheiden zu dürfen, aber du hast mir wohl nicht genug... Ich habe nachgedacht. Und ich habe mich gerade dazu entschieden, eben die Daten doch auszuhändigen. Denn... Ja. Ich meine, ich habe der Queenie gesagt, dass sie nicht für uns wählen soll. Das bedeutet, ohne Queenies Unterstützung, sage ich mal, kriegen wir höchstwahrscheinlich nicht mal genug Votes. Das heißt, unsere Partei wird wahrscheinlich nicht mal gewählt. Das heißt, selbst wenn Baruti das nicht an die Wahrheit gibt, an die Öffentlichkeit gibt, wir werden nicht gewählt. Und dann ist eigentlich alles chillig, oder nicht? Ich weiß es nicht, mein Gewissen. Ich bin eigentlich gerade fertig. Wo wollen wir uns treffen? Im Cavana am Sonnenscheinplaza? Ich könnte dringend ein bisschen Doping gebrauchen. Komm hin, wann immer du soweit bist. Mach ich. Also ich würde es rein
Ich würde es eigentlich lieber der Hand geben. Einfach weil diese Minska-Fickerin das nicht verdient und das ist einfach, dass sie jetzt einfach sowas von kaputt gekackt werden soll. Aber das Problem ist ja halt, dass Baruti mit all den ja auch unter eine Decke gesteckt wird, weil er ist ja Teil dieser Partei, wichtiger Teil dieser Partei. Und entsprechend wird er jetzt wahrscheinlich dann, ja, verurteilt, dass er das auch gemacht hat. Ich muss mal kurz niesen. Scheiß Heuschnupfen. Deshalb gebe ich ihm jetzt einfach die Daten. Scheiß doch drauf. Hey, Sissi. Nochmal. Also. Diese Daten werden nicht nur... Und ich muss ihm sagen, was auf... Ich habe mir die Daten angesehen. Okay. Ich weiß, was sie bedeuten. Okay. Ach ja? Ich musste sie dechiffrieren lassen. Und... Du hattest recht. Es ist schlimm. Die Einheit nimmt nicht nur Schmiergeld von der Industrie. Sie trifft Absprachen mit Konstantin Wolf. Und die Ominska ist persönlich involviert. Tut mir leid, ich... Meine Güte, Zoe, gib mir die Daten. Das muss ich selber sehen. Amen. Hier, bitte sehr. Alle Daten, die ich heruntergeladen habe. Seltsam. Die Zukunft von Europolis in meiner Hand. Was wirst du damit anfangen? Ich werde alles durchsehen und dann konfrontiere ich die Partei mit dem, was ich finde. Bist du sicher, dass das klug ist? Welche Alternative gäbe es denn? Ich sollte Barutis Einschätzung vertrauen. Die Alternative... Wie wäre es, wenn wir alles der Hand geben, damit die es veröffentlichen? Ich habe zu viel Herzblut in die Sache investiert, um jetzt einfach den Whistleblower zu spielen. Auf jeden Fall muss ich erst mit der Partei sprechen. Mit der Ominska. Vielleicht gibt es eine Erklärung. Vielleicht ist da... Baruti! Woher willst du das wissen, Sissi? Woher willst du denn wissen, dass die einfach nur Gauner sind? Es ist niemals so einfach, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie etwas Illegales tun. Ich bin nicht gewillt, das zu akzeptieren, ohne die Alternativen abzuklopfen. Ich will mit Lea Ominska reden. Ich will, dass sie mir sagt, was wirklich los ist. Das verstehe ich, aber seh dich vor, ja? Ach, eins noch. Ich denke, du solltest die Kampagne verlassen, auf der Stelle. Es gibt keinen Grund für dich, noch tiefer in die Sache reinzurutschen, als du es ohnehin schon bist. Aha. Er hat recht. Es wäre nicht gut, wenn ich dabei bliebe. Vielleicht sollte ich gehen, aber... Baruti ist mein Freund. Du hast recht. Es tut mir so leid. Muss dir nicht leid tun. Ich datiere deine Kündigung zurück auf letzte Woche, damit es keine unangenehmen Fragen gibt. Hältst du mich bitte auf dem Laufenden? Wir sind immer noch Freunde. Das ändert ja nichts daran. Immer noch Freunde, Sissi. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück. Wenigstens habe ich mit der Entscheidung jetzt kein schlechtes Gewissen. Kann ich jetzt nach Hause? Danke. Und die Entscheidung hier ist sogar näher an meinem Zuhause dran. Also hey, irgendwas muss daran ja richtig sein. Ha? Okay, Razor? Razor? Sorry, ich bin spät dran. Es gibt nur so endlos viel zu tun, besonders wegen... Mach dir keinen Kopf. Darf ich erst mal ausreden? Tut mir leid. Sprich weiter. Nein, ich meine wegen der Situation da draußen. Es ist wie im Krieg. Der Wahnsinn. Das war's. Das war alles, was ich sagen wollte. Okay, sorry. Wir müssen wirklich reden, Zoe. Ja, müssen wir. Nichts losmachen, bitte noch nicht. Na gut, irgendwie mag ich Reza in dem Teil nicht. Ich mochte Reza in Teil 1 echt, aber hier... Besonders, weil ja irgend so ein fremdes Ich doch da gesagt hat, das ist nicht Reza oder so. War das nicht so? In Dreamfall? Ach, keine Ahnung. Chapter 5. Anamnesis. Ich weiß, dass es Amnesia ist, aber was ist denn Amnesia? 10 Tage später. Die Musik klingt... Ich wollte gerade sagen, die Musik klingt nach... General, ja. Ihr habt mich rufen lassen? Kommt herein, Berman. Wie findet ihr euer Quartier, General?
Ich finde es völlig in Ordnung, Kommandant. Ihr wurdet nicht aus diesem Grund herbestellt. Wisst ihr, mich beschäftigt da etwas. Mir? Ich habe mit euren Leuten in der Feste gesprochen und sie sagen das Gleiche wie ihr. Der Widerstand zettelte einen Aufstand an. Im folgenden Chaos wurde Apostel Alvane getötet. Seine Leiche verbrannte leider im Feuer. Es war ein Blutbad, eines, für das sich irgendwann jemand verantworten muss. Gewiss, General. Ich werde dafür sorgen. Da bin ich sicher. Ich habe auch mit einigen der überlebenden Gefangenen gesprochen. Ihre Geschichte weicht stark von der euren ab. Das überrascht mich nicht. Sie sind ein verlogener Haufen und werden jeden Vorwand nutzen, um Zwietracht zu säen. Das mag sein. Aber der Aufseher behauptet, dass ihm vor dem Aufstand befohlen wurde, den Apostel hinzurichten. Von euch persönlich, Kommandant. Lügen. Der Ungläubige versucht, seine eigene Haut zu retten. Vielleicht. Aber aus welchem Grund sollte er lügen? Es entlastet ihn nicht, was die Verantwortung für den Aufstand angeht. Er wartet noch in Kaltenstein auf seinen Prozess. Und er meinte, der Galgen habe für Alvanes Tod bei Tagesanbruch bereitgestanden. Ich sage nicht, dass ich dem Mann vertraue. Er ist ein grausamer, kleiner Mensch. Aber er scheint Autorität zu respektieren. Und was haben die Gefangenen euch erzählt? Dass der Aufstand angezettelt wurde, um den Apostel zu befreien, nicht um ihn zu ermorden. Und dass das gelang. Das ist lächerlich. Kien Alvane wurde zu Asche. Er wandelt im Schatten, verloren und ängstlich, weit entfernt vom ersten Berg und dem Licht der Göttin. Das sagtet ihr ja schon, Kommandant. Und ich möchte ungern annehmen, dass ihr mich belügt oder die Wahrheit auslasst. Eure Beziehung zu Alvane. Es gab Animositäten. Ihr kanntet einander, als ihr Knaben wart. Wir hatten Auseinandersetzung, als wir beide auf den Straßen von Zadir waren. Das war nicht ungewöhnlich. Aber eure Rivalität war blutiger, verlief tiefer als bloße Jungenstreiche. Das war vor langer Zeit. Wir hatten es hinter uns gelassen. Ich möchte euch gern glauben, Kommandant. Eure Position hier ist wichtig für mich, für die Sechs, für ganz Asadia. Habe ich nicht stets der Göttin und meinem Volk gedient, mir? Habe ich mich den Sechs und dem Rat nicht bewiesen? Dem Stuhl, euch? Andeutung, ich sei vielleicht nicht ganz treu. Verletzen mich zutiefst. Und das sollte es, Vermin. Ich wünsche mir nicht herauszufinden, dass ihr mich belogen habt. Ich wünsche mir nicht, euch in Ketten zu sehen. Ich möchte euch gern glauben. Und vorerst tue ich das. Aber ich werde in dieser Sache weitere Nachforschungen anstellen, weil irgendetwas daran nicht stimmt. Etwas daran beschäftigt mich. Falls euch noch etwas einfällt, solltet ihr damit so schnell wie möglich zu mir kommen. Bevor ich erfahre, dass ihr mir die Wahrheit vorenthalten habt. Das habe ich nicht. Ich wandle im Licht mir. Alles, was ich tue, tue ich für mein Land und mein Volk. Nun gut. Ihr könnt gehen. Möge die Göttin euch schützen, General. Möge das Licht auf uns alle scheinen und unseren Weg erleuchten. Ich mag den General. Ich mag ihn. Ich freue mich schon drauf, wenn er Vaemin in Ketten sehen wird. Und vielleicht sogar Kien Alvane, Kien Olvain, sein Hinrichter sein wird. Welche Neuigkeiten hast du für uns, Ulweg? Gut, also. Da kommt heute Nachmittag ein Mann in mein Lokal. Asadi-Soldat, nicht im Dienst. Hat ein paar Bier, wird angeheitert und redselig. Der Mann sagt, es gibt Gerede über eine Razzia, noch heute Nacht, im magischen Ghetto. Und es gibt eine Liste. Eine Liste? Mit denen, auf die sie's abgesehen haben. Denen, die sie wieder rausholen wollen. Aber warum jetzt? Ich meine, das ist doch keine Vergeltungsmaßnahme, oder? Naja, er hat eine Waffenlieferung erwähnt, die letzte Woche in den Himmel gesprengt wurde. Das hat für ziemlich viel Unruhe gesorgt. War tagelang das Gesprächsthema hier. Wie es scheint, mögen's manche, wenn's kräftig knallt.
Offenbar empfand der Kommandant der Asadi-Spezialkräfte das als persönlichen Affront. Kommandant... Vemmen. Ja, er würde das persönlich nehmen. Außerdem meinte der Mann, es würden weitere Waffen und Vorräte in die Stadt geschmuggelt, direkt unter der Nase der Asadi. Sie haben ein paar Lieferungen abgefangen. Deshalb wissen sie, dass die Leute im Ghetto sich bewaffnen, dass sich Ärger zusammenbraut. Die Maulwürfin war kooperativer als sonst. Was auch immer ihr für sie getan habt, Kien, sie weiß es anscheinend zu schätzen. Also, so wie ich das sehe, wollen die Asadi heute Nacht vielleicht den entscheidenden Schlag landen, bevor sie die Kontrolle über die Altstadt verlieren. Tja, sie täuschen sich nicht. Wir müssen also herausfinden, wer auf der Liste steht, wann sie zuschlagen wollen und von wo aus. Und wir müssen... Geduld, Enu. Eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir in Erfahrung bringen, ob, wann und wo die Razzia stattfindet. Dann müssen wir unsere Freunde warnen, auch die Maulwürfin. Und dann müssen wir unsere Leute in Sicherheit bringen, bevor die Asadi kommen. Ich habe ein paar Kontakte, die ich anhauen kann. Liko? Ich fange mit unseren Leuten im Ghetto an. Kien, wenn ihr der Maulwürfin einen Anstandsbesuch abstatten könntet. Das wird nicht lang dauern. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Das bezweifle ich. Wir treffen uns vor Mitternacht wieder hier. Geht klar. Viel Glück euch beiden. Pass auf dich auf. Okay. Das klingt ja gruselig. Warne die Maulwürfin vor der möglichen Razzia. Kien, kann ich euch sprechen? Unter vier Augen. Ich habe eine Botschaft von einer gemeinsamen Freundin. Sie möchte euch sehen, allein, so bald wie möglich. Sagte mir, sie würde auf euch warten, wo die ganze Altstadt unter uns liegt. Wo auch immer das sein mag. Sie spricht gern in Rätseln, die Frau. Danke, Ulvik. Wenn ihr sie seht, sagt ihr, sie solle jetzt mal ihre Rechnung begleichen. Vorher bekommt sie keinen Tropfen fröhlichen Minstrum mehr. Danke. Okay, also wir müssen diese Wiese... Anna? Ach, keine Ahnung, ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, so hieß die. Wieder treffen. Aber erstmal gehen wir zu der Maulwürfin. Maulwürfin. Maulwürfin war unten an dem anderen Hafen. Eins, zwei, genau an dem Hafen von dem Ghetto war das, glaube ich. Das ist ja ein Stückchen weg. Okay, gehen wir erstmal schnell zu der Madame. Dazu muss ich ja nur hier rechts rum. Also ich meine zu der Madame Maulwürfin, nicht zu Madame Enna. Noch nicht. Erstmal hier hin. Und dann über den Marktplatz und dann müsste ich auch eigentlich schon da sein, ha? Kennst du den vom magischen und den trächtigen Schwein? Der ist sau komisch. Stimmt, ja, ich habe ja noch diesen komischen Schleier. Habe ich schon wieder was vergessen. So, da ist die Karte, aber ich vertraue jetzt einfach meinem... Wie nennt man das? Also wie nennt man das? Orientierungssinn, genau. Und werde nicht auf die Karte gucken. Und jetzt müsste ich hier links rum, dann müsste ich eigentlich da sein, ne? Ist das richtig? Ist das richtig? Ja, genau, das ist richtig. Und hier ist es dann. Genau da. Was wollt ihr? Ich muss mit der Maulwürfin sprechen. Sie erwartet euch nicht. Sie wird hören wollen, was ich zu sagen habe. Na schön. Aber lasst eure Hände da, wo ich sie sehen kann. Na klar. Keine Sorge. Ich splitze schon mich ab. Niveau ist gegangen. So. Das machen wir auf jeden Fall in einem Pärtchen hier noch. Madame Maulwürfin. Bonjour. Die Abtrünniger noch nicht tot? Ich rechne damit, dass ihr inzwischen tot, wenn ihr lebt so lang. Vielleicht sogar erreicht mein Alter. Aber ich nicht empfehle, wenn Knochen schmerzen jeden Morgen und man kaum noch was verträgt. Man verflucht Götter, dass sie einen am Leben lassen. Also ihr seid gekommen, um Maulwürfen zu warnen?
Woher wusstet ihr das? Die Maulwürfin weiß immer. Geflüster reißt in Wind und Stimmen hallen wieder in Boden. Es heißt, Razzia findet statt. Natürlich, niemand weiß sicher. Asadi bleiben gewöhnlich aus Altstadt heraus. Angst. Das Krawall die Folge. Ordnung von Dingen gestört. Angst, dass Leute erheben gegen sie. Aber Zeiten ändern, ob Asadi Angriff kommt oder nicht. Maulwürfin ist vorbereitet. Keine Sorge um sie. Maulwürfin hat Baue. Außerdem könnte Zeit sein, Markuria ganz zu verlassen. Infernalische Maschinen, die euer Volk baut, lassen Pelz von mir zu Berge stehen. Sie knistern, sie brummen. Sie sind Gegenteil von Magie. Lassen Kopf von Maulwürfen pochen. Weiß nicht, wozu sie dienen und was geschieht, wenn alle fertig. Aber die Maulwürfin mag nicht, mag kein bisschen. Etwas kommt, Kien von Rebellen. Ich rieche. Ich fühle mit Schnurrhaaren in schmerzenden Knochen von mir. Etwas Unnatürliches, etwas Mieses. Ist kein Platz in Markuria für Magie oder für Magische. Nicht mehr. Nein, ob Asadi Angriff kommt oder nicht, wird Zeit für die Maulwürfin, andere Baue zu graben oder vielleicht zurückzukehren in Geburtsbau, altes, vertrautes Loch zum Schlafen zu finden. Zu schlafen, bis Schatten vorüber ist oder bis wir alle trockene Knochen sind unter Erde. Ihr könnt eure Warnung betrachten als zugestellt. Das ist Letztes, was ihr seht von mir. Letztes, was ihr seht von Banda, den Gräbern. Den Kleinen, die zur Erde singen. Mein Volk, alle fort. Ihr sagt eurer Hirtin, sie kann gern haben alles in meinem Besitz. Alle Waffen und Nahrung und Medizin. Alles, was ihr braucht, um weiter zu kämpfen. Gebt Acht auf euer Fell. Kien vom Clan Alvane. Sind dunkle Zeiten. Und ihr seid mitten im Herz von alledem. Nun, warum ihr seid noch hier? Geht, geht! Möge Boden immer weich sein unter euren Füßen, Apostel. Schicksal von Welten fällt nun euch zu. Okay, Maulwürfen. Tschüss. Das war nur mittelmäßig zufriedenstellend. Aber hey, wir haben jetzt alle Waffen, Rüstung, Nahrung, Medizin. Das ist doch schon mal eine gute Sache. So, dann, ich werde an dieser Stelle erstmal cutten und hier schauen wir dann beim nächsten Mal, wo wir Anna finden. Bis dann und ciao.